Wow, noch einer. Da wie viele noch? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Mein Schild ist weg. Kommt her. Okay. Oh, mein Ding ist abgelaufen. Ja, hab ich noch. Danke. Wo bist du denn? Da. Nein! Komm raus aus deiner Deckung! Feigling! Was? Du bist der Feigling hier! Zählt er mir Feigling, ey? Ich glaube, ich muss hier rein. Er ist reingegangen! Ja, bin ich. Nimm Salz! Okay, hier geht's wieder raus. Hier ist mal die falsche Taste, verdammte Scheiße. Gesundheit plus Schild, yeah, baby. Okay. Komme ich jetzt auch wieder zurück irgendwie? Ja, cool. Oh, verdammt, ich habe Munition weggeballert. So, gehen wir mal hier runter, oder? Ne, geht nur runter. Das hatten wir gerade schon gesehen. Was ist denn hier noch zu holen? Kohle, 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 Kohle. Hey, hey, alles in Ordnung. Ja, ich bin nicht wie der Rest. Ich bin progressiv. Schön für dich. Schokoriegel essen plus Gesundheit. Ja, das glaube ich nicht. Schokolade und Gesundheit spricht doch irgendwas. Naja, okay, in gewissen Maßen, ne? Fördert gewisse, und so weiter. Schreibtisch durchsuchen. Munition für Maschinengewehr plus 10, jawohl. Sollten wir mal auch hier mal nachladen. Aber, verdammt. Mit den Dings muss ich nochmal klarkommen. So, machen wir das mal so. Jo, Mann, bist du progressiv, wa? Pass auf, wenn die hier mal Kopf schießen, dann bist du sauer. Hier ist nichts mehr. Boring. Waschbecken nutzen. Ja, yeah, im Strahlpissen. Was? Ha. Wo ist der Spiegel? Wo ist der Spiegel? Munition für... Ja, im Kinderzimmer oder was ist das hier? Weil hier liegt, Voxelphon. Otis arbeitet Teilzeit oben in der Loge. Er ließ diese Kiste aus einer ihrer geheimen Zeremonien mitgehen. Und ich bin mir sicher, sie enthält etwas Wertvolles. Leider ist Otis aber nicht eben der Hellste. So. Er hat vergessen, den... Was? Optionale Aufgabe stellt eine Möglichkeit dar, wertvolle Ressourcen zu finden. Haltet Ausschau nach dem Schlüssel für diese Truhe öffnet... Für den Schlüssel, der diese Truhe öffnet. ...widerten Brüdern auch den Schlüssel abzuluxen, mit dem man das Ding aufkriegt. Warte mal, wie kann man das Voxelphon jetzt nochmal benutzen? Weil irgendwas hat damit, abspielen. Otis arbeitet Teilzeit oben in der Loge. Er ließ diese Kiste aus einer ihrer geheimen Zeremonien mitgehen. Und ich bin mir sicher, sie enthält etwas Wertvolles. Leider ist Otis aber nicht eben der Hellste. Er hat vergessen, den gefiederten Brüdern auch den Schlüssel abzuluxen, mit dem man das Ding aufkriegt. Okay, also Otis war der Verbrecher oder der schlimme Finger, der das Ding geklaut hat und den Schlüssel vergessen hat. Und er ist irgendwo oben, irgendwo, naja. Also, bis dahin haben wir irgendwann wieder vergessen. Also, guck mal, geh mal oben gucken. Vielleicht liegt da oben nochmal.
Oben? Was sagt er oben? Aber es kann ja nicht sein, dass er hier oben meint. Wobei, es wäre sinnlos, wenn wir jetzt so die halbe Stadt laufen müssten, um dann irgendwann Schreibtisch ist nichts weiter. Irgendwann den Schlüssel zu finden und dann zu merken, Kaffee plus Salz machen wir alles schon. Ja, ja. Münze unter der Matratze, das haben wir doch schon, diese Errungenschaft. Ne, trinken wollen wir das nicht. Ach, hier labert doch nur Dünnpfiff. Es kann ja nicht sein, dass das irgendwo in der Stadt ist. Das muss ja hier irgendwo sein, der Schlüssel, oder? Oh. Nicht zugenommen, nicht abgenommen. Schön, gefällt mir. Toilette benutzen haben wir schon. Hier ist nichts weiter. Ach, ist ja auch egal. Wir gucken noch einmal hier unten nach. Was soll aber hier sein? Hier haben wir nichts übersehen. Wo ist der Schlüssel, ne? Nun ja. Egal. Wie dem auch sei. Machen wir hier weiter. Auf wen? Hier ist ja keiner mehr. Ihr wisst ja gar nicht, wo ich bin. Fahr selber zur Hölle. Ich will. Wo ist der denn? Meine Fresse. Komm her, kriegst einen Besen in den Po. Das interessiert mich nicht, Junge. Mach doch hier nicht so einen Wind. Du wirst gleich meine Pistole schmecken. Oder die Kugeln, die ich daraus spucke. Ah. Auf wen? Hier ist doch keiner! So sehr ich für ihre Sache und ihre Leute bin, es darf kein Blut fließen. Was sollen diese armen Neger denn tun, so wie man sie behandelt? Das musste ja alles so kommen. Es muss nicht unbedingt Gewalt im Spiel sein. Das ja. Ist er. Das ist der Gesuchte. Gehen Sie, man fahndet nach Ihnen. Ach, you don't say. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind hier. Ja, ja. Psch, seien Sie still. Ich bin weg. Aber ich werde mir trotzdem... Oh, Schokolade reingesnackt. Warte, ich muss mal kurz ein paar Liegestütze machen. Was? Junge, haben die gerade irgendwas mit den N-Wort gesagt? Böses Spiel. Ah, hier. Schreibtisch. Sieber, okay. Hier und da. Sind die weg? Ja. Gut, ich plünder mal eure Bude, ne? Ist okay. Was ist das hier? Mohammed Ali? Ne. Okay. Was ist das denn? Oh Mann. Really? Silver Coins. Portemonnaie. Nein, kein Bier. Nichts saufen, was irgendwie die Gesundheit oder so. Nein! Verdammt. Taschen durchsuchen. Soda plus Salz und Silver Coins. Aber ich bin eigentlich ziemlich voll. Voll. Ich bräuchte da nicht was auf Vorrat. Das würde mich ja mehr interessieren. So ein Inventar, wo man irgendwie was snacken kann zwischendurch. Nein, man muss zwischendurch mal sich verpieseln. Oh, was? Hier ist irgendwie ein Sniper. Oh, wow, wow. Mein Schild, ihr Spackos! Nicht bloß
Wow! Puh, 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 puh. Alter, wird der mich verarschen? Lass mich mal weg hier. Lass mich mal weg hier. Ah, das Schild lädt sich wieder auf. Wow! Alter, lauf, 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 wo ist er denn? Ah, er ist tot. Okay. Wo? Gesundheit. Ah, das Schild lädt sich echt wieder auf alleine. Sehr schön. Sehr nice, danke schön. Das finde ich auch mal gut. So, aber ich habe ganz schön hart gefehlt mit den Dicken eben gerade, merke ich gerade. Oxyphon. Comstock kam bei Tagesanbruch an meinem Wagen vorbei. Er war ganz gebannt vom Anblick meiner Skalptrophäen. Er fragte, von wem die Weißen seien. Ich sagte, nun Sir, wenn ihr wild im Urwald haust und es mit den Wilden treibt, warum Haare spalten? Kein Lächeln. Entweder er hat noch nie erlebt, dass einer es wie die Indianer macht, oder er hat es zu oft erlebt. Jedenfalls, jetzt soll ich Daisy Fitzroy für ihn jagen. Hoffentlich erwartet er nicht, dass ich sie immer ausgestopft an die Wand hänge. Okay. Ich merke gerade, die Leichen auf dem Boden sind verschwunden und haben Kisten hinterlassen. Ist eigentlich, naja, gut. Schon ein bisschen komisch. Auch Kohle gibt es dann doch recht gut und recht viel. Merke ich gerade. Firework! Take arm! Ja, hier gibt's nichts zum Mitnehmen. Okay. Was ist hier oben? Ein elektronisches oder ein mechanisches Ross. Ui. Nicht wirklich. Okay. So, hier ist nichts weiter. Wir gucken mal kurz auf die Map. Da lang. Geh nach Mount Island, um das Mädchen zu finden. Immer noch. Immer noch. Wir haben nicht wirklich einen Fortschritt hier. Ne? Okay. Comstock Fighter. Bla bla bla. Ist das ein Kippen oder was ist das? Ja, eine Pistole voll. So. Geskriptete Vögel, ey. Really? Hier läuft jemand. Sieht sehr gesund aus. Wenn sie sich doch nur benehmen würden. Oh, la 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 la. Hab ihn. I got him. Wo ist denn... Hier war noch einer. Jetzt legen wir uns mit den Gangstern an hier. Gangster in the house. War's das schon? Als der Engel Columbia den Gründern die Werkzeuge gab, das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg.
Als aber der große Abtrünnige kam, brachte er Krieg mit sich. Und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod. Genau. Wie du auch immer meinst, der Tod war die einzige Befreiung. So, ja, haben wir jetzt hier nichts mehr weiter zu... Oh, Mann. Leute, räumt doch mal auf hier. Mann, gut, dass es echt kein Geruchs... Viecher, haut ab, ey. Kein Geruchsspiel oder sowas gibt, oder in dem Fall... Ach, Kohle. Kohle nehmen wir immer. Das muss bestimmt richtig bitterböse hier riechen, ne? Was ist hier los? Nichts. Was hat denn hier noch geleuchtet? Wein trinken. Nein, danke. Der Wein steht genauso lange da wie das Essen. Okay. Ein guter Wein... Ein guter Wein muss lange stehen, ne? Wie war das? Ich bin nicht so der Weinkenner. Mehr so das Bier, was mich verlockt. Aber nun, wie dem auch sei. So, wir haben jetzt hier eine Runde gelaufen und wir müssen doch hoch. Protection of the Race. Protection our Race. Lest doch mal richtig. So, oben angekommen ist eine Tür, die sich alleine öffnet. Und so führte uns der Prophet nach Peking. Und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Und als die Mandarine und die Heuchler aus Washington ihn verrieten, da wankte unser Prophet nicht. Er winselte nicht um Vergebung. Wie unsere Väter mit dem großen Abtrünnigen brachen, so trennte unser Prophet sich von den sogenannten Patrioten. Und heute feiern wir diese Sezession. Okay. Monsieur mit dem Sarg auf dem Rücken. Cool. Wir gehen mal runter, wir sagen mal Hallo. Ich trau mich nicht. Okay. Hola! Für Columbia! Hast du die Hosen voll, Jungchen? Ach Gott. Ach. Junge. Muss mal das Schild ein bisschen aufladen lassen. Ladschild. Gut. Dann kann ich meine Gesundheit ein wenig schonen. Da oben ist noch einer. Jungens! Ach hier, Leichen weg. Ging aber schnell. Haben wir sie alle. Scheint so. Mann, ihr habt nur Kohle für mich. Ihr seid da langweilig. Ich brauche Munition, ey. So, hier habe ich von oben schon gesehen. Infusionen nehmen. Die alles kann. Optionale Aufgabe, stellt eine Möglichkeit dar, wertvolle Ressourcen zu finden. Such bereits erkundete Orte erneut auf, um Schloss für den Schlüssel zu finden. Um ein Schloss für den... ich habe gerade den Schlüssel aufgenommen. Jo. Und ich will die Infusion haben. Gesundheitsinfusion. Erhöhe die maximale Gesundheit. Links, rechts, Auswahl, Enter, übernehmen... Gesundheitsinfusion. Erhöht die maximale Gesundheit. Okay, dann erheben wir das einen hoch. Um einen hoch für das und einen hoch für das. Schild. Gut. Gut. Sehe ich genauso. Das Schild. Umso mehr das Schild hält, umso länger hält mein Leben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die Logik logisch ist, aber... Nu, ein Voxelfon.
Wovon hat der große Befreier die Neger denn befreit? Von seinem täglichen Brot, vom Adel ehrlicher Arbeit.